Dieses Video ist im Rahmen der Vorlesung Entwicklung von Multimedia-Anwendungen an der Hochschule Zittau-Görlitz im Sommersemester 2011 unter der Leitung von Lars Rönisch entstanden. Es handelt in der Form eines Tutorials von der Erstellung des IT Security Awareness Day Reloaded Films und soll verstärkt auf die Umsetzung und Theorie des 180-Grad-Prinzips eingehen. Der erste Schritt, der getan werden muss, um einen Film zu drehen, ist die Planung. Diese beginnt damit, dass sich das Team zu einem ersten Meeting trifft, bei dem Ideen gesammelt, die Teameinteilung vorgenommen und grundlegende Dinge besprochen werden, die vor Beginn des Filmdrehs feststehen müssen. Meetings werden nicht nur am Anfang, sondern regelmäßig durchgeführt, um den Fortschritt zu dokumentieren und weitere zum jeweiligen Zeitpunkt erforderliche Schritte zu planen. Im Rahmen der Meetings entstehen zwei elementare Komponenten, die man benötigt, bevor man mit dem Dreh beginnen kann: das Storyboard und das Drehbuch. Im Storyboard werden die einzelnen Szenen mit kleinen Skizzen zu den Kamerapositionen und Bildeinstellungen sowie der Umgebung dargestellt und beschrieben. Dafür kann man auf verschiedene Arten verfahren. Ein Weg ist die Benutzung von Stift und Papier. Man kann sich aber auch an der Software bedienen. Das Drehbuch ist als Kernstück bei der Planung des Filmes auch das Dokument, in dem sich alle relevanten Details befinden. Diese Details umfassen den Drehort und damit auch den Ort der Handlung, die beteiligten Rollen, in welcher Beziehung sie zueinander stehen, welche Kostüme sie tragen und welchen Text sie im Film sprechen sollen. Außerdem entscheidet man, welche Requisiten benötigt werden, welche Lichtverhältnisse herrschen müssen sowie welche Technik benötigt wird. Ist die Planung abgeschlossen und sowohl die Ausstattung komplett als auch die Schauspieler vorbereitet, kann man mit dem Filmdreh beginnen. Beim Filmdreh gibt es einige Dinge zu beachten. Man sollte darauf achten, dass zwischen dem Dreh von zwei Szenen am gleichen Drehort dieser unverändert und somit die Kontinuität erhalten bleibt. Dies gilt natürlich auch für Kostüme und Requisiten der Schauspieler. Ein weiteres wichtiges Konzept, welches es zu beachten gilt, ist das 180-Grad-Prinzip. Der wortwörtliche Dreh- und Angelpunkt des 180-Grad-Prinzips ist die Handlungsachse, eine gedachte Linie, auf der sich die beiden Akteure gegenüberstehen. Das Wichtigste ist dabei, dass sich die Kamera nur im Bereich von 180 Grad um die beiden Akteure herum bewegen darf. Übertritt die Kamera die Handlungsachse, so spricht man von einem Achsensprung, der aber in der Regel vermieden werden sollte. Zu Beginn wird meist ein Überblick über die Handlungsachse und die beiden Akteure durch den Mastershot geschaffen. Der Cut-In suggeriert dem Zuschauer, näher in das Geschehen einzutreten, indem die Kamera näher an die Handlungsachse herantritt. Um nun eine Handlung zwischen den Akteuren durch die Kameraposition zu unterstützen, kann man sich verschiedener Perspektivwechsel bedienen. Beim Shot-Reverse-Shot werden die beiden Akteure abwechselnd gezeigt. Dabei steht die Kamera ungefähr in einem 60-Grad-Winkel zum Akteur an der gedachten Handlungsachse. Dieses Konzept ist auch bekannt von vielen Westernfilmen, wenn sich zwei Cowboys gegenüberstehen und mit zuckenden Fingern darauf warten, die Pistolen aus dem Gürtel zu ziehen und zu schießen. Die Over-Shoulder-Perspektive ist vergleichbar mit dem Shot-Reverse-Shot. Der Unterschied besteht darin, dass bei der Over-Shoulder-Perspektive über die Schulter eines Akteurs zum anderen geschaut wird. Beim Point of View erlebt der Zuschauer die Handlung aus der Sicht eines Akteurs. Um der Szene einen Abschluss zu geben, setzt man den Cutaway ein. Dabei entfernt man sich mit einem Kameraschwenk von der Handlungsachse und gibt dem Zuschauer damit auch das Gefühl, die Szene zu verlassen. Die eben erklärte Theorie gibt es jetzt am konkreten Beispiel mit einigen Szenen aus dem Film IT Security Awareness Day Reloaded. Wenn man das gesamte Filmmaterial und auch die benötigten Tonaufnahmen gesammelt hat, so kann man mit der Sichtung des Materials und anschließend dem Schneiden beginnen. Hierfür gibt es spezielle Schneidesoftware, wie zum Beispiel Premiere von Adobe. Ist man mit dem Ergebnis zufrieden, muss man den Film nun noch rendern. Dies bedeutet, dass man aus dem bearbeiteten Material eine finale Filmdatei erzeugt.